Während der Tour durch einen Teil der Niederlausitz fahren wir zuerst zum Schloss von Vetschau. Fahren dann zum Gutshof Lohmdorf. Nicht weit von Lohmdorf entfernt liegt das Schloss Fürstlich Drehna, das wir ebenfalls anfahren. Um 1540 entstand das Schloss Vetschau, in dem heute die Stadtverwaltung sitzt. Ein schöner Arbeitsplatz, wie wir finden. Der kleine Schlosspark lädt zum Verweilen ein. Ein Juwel ist der Gutshof Lohmdorf in Lohmdorf. Um 1450 wurde die Anlage erbaut. Der Hof wurde nie enteignet. Nach der Wende fand das Areal neue Besitzer, die den Gutshof, der mittlerweile unter Denkmalschutz steht, liebevoll rekonstruierten. Heute erstrahlt alles wieder in neuer Pracht. Als wir dieses Refugium betraten, verspürten wir Ruhe und Geborgenheit, ein wahres Paradies. Als letztes besuchen wir Fürstlich Drehna. Hier befindet sich ein Wasserschloss, das schon im 16. Jahrhundert entstand.
Das Gebäude wurde in den letzten Jahrhunderten mehrmals umgebaut. Dadurch entstanden die verschiedenen Architekturstile, die den Reiz des Schlosses ausmachen. Zum Schloss gehört ein wundervoll angelegter Park, der sich rund um das Schloss zieht. Bei einem Spaziergang durch den Park fühlen wir uns in einer Zeit versetzt, die man sich gar nicht mehr so recht vorstellen kann. Im Blickfeld kommt immer wieder das leuchtende weiße Wasserschloss, das anstelle einer alten slawischen Burganlage errichtet wurde. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von der Lila Nausitz.